So sieht aus, der neue Vittorio Romano, gewechselt in der Winterpause von der Spielvereinigung Weiden zur Spielvereinigung Ansbach. Der neue Stürmer mit seinem Sturmpartner Stefan Hameta. Die Spielvereinigung dabei erstmals seit Jahren mit einem Pflichtspiel auf dem Kunstrasenplatz. Grund dafür sind einfach 18 noch ausstehende Ligaspiele bis zum 21. Mai. Die erste Chance für die Spielvereinigung Ansbach, Döllinger zum ersten. Zum zweiten dann Bastian Herzner mit dem langen Ball auf Vittorio Romano. Aber das Ganze für den Keeper der Gäste kein Problem. Auf der anderen Seite sieht das gefährlicher aus. Körner bereits geschlagen und der Pfosten klärt für die Spielvereinigung. Was hier noch gut ging, war in der nächsten Szene großes Problem Martin Magula mit einem Freistoß auf die linke Seite. Tobias Herzner, dann Ballverlust und die Gäste schalten blitzschnell um. Langer Ball auf Nico Beigang. Und er ist mit dem Kopf zur Stelle und es steht 0:1 nach 35 Minuten. Auf geht's, Burm, weiter geht's! Drei Minuten später dann wieder die Ansbacher im Angriff. Stefan Hameta kämpft sich hier den Ball. Zieht ab und auch er scheitert am Schlussmann der Gäste. Dann aber die darauffolgende Ecke, getreten von Fabian Döllinger. Bastian Herzner löst sich und es steht 1:1 nach 38 Minuten. Andras Christofi im Kasten der Gäste dabei ohne Chance. Nur eine Minute später wieder Gegenzug der Filzinger. Und dann soll Steffen Engelhardt mit der Hand an den Ball gekommen sein im Strafraum. Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde und gibt Elfmeter für die Filzinger. Es tritt an Javus Ack gegen Florian Körner. Und eine Minute nach dem Ausgleich durch die Spielvereinigung Ansbach führen die Gäste schon wieder. Der Spielstand nach 39 Minuten, auch gleichzeitig der Pausenstand. Nur 4 Minuten nach dem Wiederanpfiff dann Engelhardt nach vorne, Romano auf Hameter, der auf Tobias Herzner. Der kommt zum Zug und es steht 2:2, schon wieder unentschieden. Kurz darauf böse Überraschung bei den Gastgebern. Der Kapitän Matthias Jauch muss verletzt von Bord. Dafür kommt die Nummer 6, Yannick Böhmländer. Dieser Wechsel heute der einzige bei der Spielvereinigung Ansbach. Dann eine Riesenaufregung bei den Anhängern. Der Gastgeber, Schiedsrichter Steffen Grimmeisen, gibt den zweiten Elfmeter für die Gäste aus Filzing. Grund soll ein Foul von Fabian Döllinger gewesen sein, der sich hier beim Schiedsrichter darüber beschwert. Wir haben uns das natürlich nochmal angeguckt. Schauen wir mal. Döllinger völlig ohne Kontakt am Filzinger Stürmer. Der stolpert vielmehr hier über seine eigenen Füße. Trotzdem Elfmeter für die Gäste. Erneut das Duell Ack gegen Körner und es steht 3:2 für die Gäste. Und das in einer Phase, wo die Spielvereinigung Ansbach er das Heft in die Hand genommen hatte. Es folgen 20 Minuten mit weitgehend erfolglosem Powerplay bei der Spielvereinigung Ansbach. Größter Aufreger dabei diese Szene, die Spielvereinigung kommt über rechts. Tobias Herzner mit dem Schussversuch, der Ball wird geblockt, aber der eigentliche Aufreger in der Mitte. Vittorio Romano beschwert sich erneut beim Schiedsrichter. Grund dafür, er wurde hier zu Boden gerissen. Und in dieser Zeitlupe sieht es so aus, als hätte sich Romano zu Recht beschwert. Kurze Einlage, Engelhardt mit einem etwas zu kurz geratenen Rückpass auf Körner.
und Körner mit einem Ausflug aus seinem Strafraum kann aber klären. Dreimal lag die Spielvereinigung Ansbach in diesem Spiel zurück und sie zeichnete sich diesmal durch etwas aus, was man in der Hinrunde noch vermissen musste. Die Grün-Weißen, die heute ganz in Rot antraten, gaben einfach, besonders in der zweiten Halbzeit, keinen Ball verloren. Und das führte in der Nachspielzeit zum hochverdienten 3:3 Ausgleich durch Bastian Herzner. Wie oft hat die Spielvereinigung Ansbach in letzter Sekunde noch Punkte verloren, wie zum Beispiel zuletzt in Neumarkt, diesmal das Ganze andersherum. Das 3:3 gleichzeitig der Schlusspunkt. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Steffen Grimmeisen die Partie ab. Das Schlusswort gehört bei uns, wie immer, den Trainern der Mannschaften. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn es ganz, ganz bitter für uns ist, wenn man mehr oder weniger in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt, das ist ganz klar. Aber wenn wir aufgrund der zweiten Halbzeit sind, denke ich, ist es nicht einmal so unverdient. Das 3:3, erste Halbzeit klar an uns, zweite Halbzeit an Ansbach. Es ist immer problematisch für eine Mannschaft, für einen Trainer nach langer Winterpause zu wissen, wo die Mannschaft steht, eigentlich spielerisch. Und wir haben auch heute gesehen, also spielerisch, wir waren nicht auf dem Niveau, DJK Filzing Paroli bieten zu können, vor allem nicht spielerisch, aber ich wusste, dass wir körperlich, dass wir auch vom Fitness her auf Punkt fit sind, was wir auch in der zweiten Halbzeit bewiesen haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit also Riesenmoral auch gezeigt, bewiesen, wir haben auch Riesenaufwand betrieben und wir sind zum Schluss auch belohnt worden mit dem späten Ausgleichstreffer gegen eine Mannschaft, die auch sehr, sehr hohe Qualität hat. Wir haben auch gewusst, dass es nicht einfach heute wird. Und die Mannschaft, vor allem die gegnerische Mannschaft, hat sich von feinsten Seite gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat sich das Bild auch geändert und ich denke, dass wir auch dann verdient Ausgleichstreffer dann erzielt haben.